wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute bei Rund um Star Citizen mit den Faxi. Ein wunderschönes Hallöchen, schön, dass ihr hier seid. Heute habe ich die Corsair mitgebracht. Die Corsair ist ein Raumschiff von Drake, ein sehr, sehr interessantes Raumschiff. Spielt so ein bisschen mit rein, ja, gliedert sich so ein bisschen rein zwischen Freelancer, Constellation, irgendwie so dazwischen findet sie sich wieder. Und die Aquila darf natürlich auch nicht fehlen von der Conny-Reihe, da ist sie so ein bisschen drin. Aber das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Heute nehmen wir uns ein bisschen die Corsair vor, gucken uns das Raumschiff an. Was kann man mit der Corsair alles machen? Wofür ist das Raumschiff da? Und wie gut ist das Raumschiff und wie kann man das vergleichen mit den anderen Schiffen? Da gehen wir jetzt rein, lass uns das ein bisschen analysieren, lass uns das ein bisschen angucken. Ach, was schnack ich hier lange? Lass uns loslegen, let's go, ab zu der Corsair. Los geht's. Hier haben wir auch schon die leckere, schöne Corsair. Ein sehr, sehr schönes Schiff. Wie gesagt, ist von Drake, wird von Drake gebaut und ist leider noch nicht in-game drin. Ich glaube, sie wird dieses Jahr leider auch nicht erscheinen. Deswegen dieses Jahr werden wir wahrscheinlich leider umsonst hoffen, dass sie ins Game reinkommt. Sonst ist es auf jeden Fall ein sehr schönes Schiff von Drake-Manier. Wie gesagt, nicht so sehr stabil gebaut. Die Panzerung ist jetzt nicht heavy. Die ist so ein bisschen medium light. Dazwischen wird sie irgendwo drin sein. Hat aber dadurch eine sehr, sehr gute Feuerkraft und kommt mit einer sehr harten Feuerkraft zu uns daheim. Wie gesagt, eine Länge von 55 Meter haben wir hier. Eine Breite von 31 Meter und eine Höhe von 27 Meter. Warum ist das Schiff so breit? Da kommen wir gleich zu. Was natürlich sehr schön ist, wir haben hier ein asymmetrisches, sag ich mal, Konstrukt, ein asymmetrisches Raumschiff mit den Flügel, mit den Tragflächenanordnungen. Das hat aber auch einen bestimmten Grund, aber das erzähle ich euch gleich ein bisschen. Die Feuerkraft ist auch wieder nach Drake-Manier relativ hoch ausgestattet. Hier haben wir wirklich ein Exploration-Schiff einer anderen Art. Exploration-Schiff, zweiträngig. Wie gesagt, was man gefunden hat, was man quasi für sich gefunden hat, das möchte man natürlich auch einnehmen. Also in diese Richtung geht das so ein bisschen. Für Piraten wird das Schiff auch ein sehr, sehr, sehr schönes Schiff sein. Werden wahrscheinlich auch viele Piraten unter euch auch benutzen. Kann ich verstehen. Ich finde die Corsair tatsächlich auch sehr schmackhaft. Ich mag die Corsair. Ich finde sie gar nicht mal so schlecht aufgebaut. Gehen wir mal in die Broschüre rein und gucken mal, was wir hier sehen. Von der Broschüre aus, wenn wir uns das hier gerade schon angucken, wie gesagt, ein Ursa Rover passt auch rein. Wir haben eine sehr hohe Feuerkraft. Denkt daran, es ist wirklich ein Exploration-Schiff mit allen drum und dran, mit erweiterten Treibstofftanks, mit erweiterten Scanner, die dabei sind. Das heißt, das ganze Portfolio, was wir benötigen, zum Vergleich so ein bisschen die Aquila von der Constellation-Reihe rangeholt, ist es wirklich schon die gleiche Liga. Die Aquila ist auch gut bewaffnet, ist auch gut ausgestattet, hat auch eine gute, sag ich mal, Bewaffnung diesbezüglich, hat sie auch eine gute Feuerkraft, die Aquila. Der Vorteil bei der Aquila von der Constellation-Reihe, dass hier hinten noch ein Ursa-Rover ranpasst, nicht nur ein Ursa-Rover drin ist, sogar auch eine Merlin P-52 dabei ist. Das heißt, bei der Aquila Constellation habt ihr einmal den Ursa-Rover hier drin in dem Mittelfeld und habt die P-52 Merlin als Snapfighter noch dabei. Das passiert hier jetzt nicht so ganz komplett rein, aber das gucken wir uns weiter an. Gleich, kommen wir gleich dazu. Hier haben wir jetzt auch, hier sehen wir auch schon die schöne Feuerkraft, womit sie auch nachher zu uns hinkommen wird. Wie gesagt, für jeden Pirat ist es ein Traumschiff. Oder wenn man zum Beispiel auch ein bisschen mehr Feuerkraft dabei haben möchte, diesbezüglich ist es auch sehr gut, wenn man ein bisschen auf Stabilität oder, sag ich mal, ein bisschen auf rudimentäres Interieur angewiesen ist. Oder wenn man das mag, ist es auch auf jeden Fall ein sehr schönes Schiff. Was meine ich damit? Die Verkleidung ist nicht ganz so hoch wie zum Beispiel bei der Constellation Aquila oder bei der Constellation Serie allgemein oder bei der Mercury. Da haben wir ganz viel Verkleidung, ganz viele Chassis, die quasi die ganzen Kabel verdecken. Das haben wir hier jetzt nicht. Hier liegen wirklich die Leitungen zum Teil auch offen. Was wir jetzt hier sehen, sind die Tragflächen, die sich auch angleichen. Wie gesagt, hier haben wir das asymmetrische Design. Die Tragflächen sind sogar relativ wichtig. Wenn wir zum Beispiel durch einen Canyon fliegen, wo wir einen Sturm drin haben, wo wir Turbulenzen zu erwarten haben, dann können nämlich die Tragflächen sich angleichen, dass wir auch das Handling der Corsair immer noch gut im Griff haben. Das heißt, die Corsair kann sich durch die Tragflächen so weit einpendeln, dass wir sie auch gut im Sturm noch handeln können. Also gerade Atmosphäre, Stratosphäre, gerade wenn wir in einen Sturm reingeraten, ist das Handling noch relativ gut durch die Tragflächen, die sich automatisch angleichen und den Sturm abfangen. Diesbezüglich sehen wir jetzt hier nach Drake-Manier, ist es hier alles ein bisschen offen, ist alles nicht so verkleidet, macht aber auch nichts. Trotzdem finde ich tatsächlich, dass das Deck allgemein, sag ich mal, das Interieur von der Corsair sehr, sehr interessant ist, weil jeder hat hier sein eigenes Quartier, wo man sich zurückziehen kann. Man hat hier auch so eine kleine Messe, dass man sich hier hinsetzen kann, sein Essen essen kann. Wie gesagt, es ist ein Exploration-Schiff, auch für den Deep Space geeignet. Und natürlich für die längere Einsätze kann man sich auch zurückziehen, dass man ein bisschen Privatsphäre hat. Das ist ein ganz, ganz großer Minuspunkt bei der Constellation Aquila leider, dass wir diesen Platz nicht haben. Das heißt, da sind wir alle
in unseren Rettungskapseln drin, können es nicht zurückziehen und haben keinen persönlichen Bereich. Das finde ich tatsächlich, das Interieur von der Corsair gewinnt auf jeden Fall bei weiter Linie. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich hoffe ja tatsächlich, denkt daran, die Constellation wird nochmal überarbeitet und ich hoffe, dass sie das so ähnlich aufbauen mit den einzelnen Quartieren auch in der Constellation. Aber da müssen wir abwarten, ob das kommen wird. Schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Hier sehen wir nochmal das Interieur von der Corsair. Wenn wir hier den Ursa Rover hier oben drin haben, denkt da dran, dann können wir leider nichts mehr dazu laden. Das heißt, der Ursa Rover ist drin, dann können wir auch keine, sag ich mal, keine SCU mehr einladen. Also wenn wir irgendwas noch transportieren wollen, wird es schwer sein. Macht aber nichts. Wenn wir zum Beispiel auf Exploration sind, dann können wir natürlich eine Kiste mit Artefakten trotzdem noch mitnehmen. Die können wir hier vorne reinstellen oder hier in der Mitte oder hier vorne an den Seiten oder hier hinten haben wir auch noch genug Platz. Wenn wir einzelne Artefakte mitnehmen möchten, die wir gefunden haben beim Exploration-Einsatz, dann ist es gar kein Thema. Die kriegen wir mit. Aber generell können wir nicht mehr für mehr Fracht dazu laden. Die Frachtkapazität liegt bei 72 SCU. Wenn wir keinen Ursa Rover drin haben, wenn der Ursa Rover drin ist, wird da nicht mehr viel überbleiben. Sodele, gehen wir hier wieder rein. Was auch sehr interessant ist, hier sehen wir jetzt nochmal die ganzen einzelnen Quartiere. Dann haben wir hier auch den Raum, zum Beispiel, wo die Komponenten sind, wo auch der Deep Space Scanner drin ist. Ja, ihr habt richtig gehört, auch ein Deep Space Scanner wird das Schiff auch haben. Wie gesagt, erweiterte Treibstofftanks hat es auch. Für den Exploration-Einsatz im Deep Space ist das Schiff auf jeden Fall auch geeignet und dafür soll sie auch eingesetzt werden. Hat einfach nur eine gute Feuerkraft, damit auch das, was ihr gefunden habt, natürlich auch einnehmen könnt. Naja, mal so dahingestellt. Was auch noch interessant ist, hier für den Piloten hat er noch seinen eigenen Bereich oder für den Master, sag ich mal, der hier das Sagen hat, dann hat er hier noch einen Aufzug. Das heißt, wir haben hier hinten eine Ladeklappe und sogar einen extra Personalaufzug, was eigentlich ganz cool ist. Warum? Dann können wir nämlich den Personalaufzug extra benutzen, ohne dass wir die ganze Luke hier unten aufreißen können. Was auch noch sehr interessant ist, dieser Aspekt, dass wir hier wirklich auch Airlocks haben. Erster Airlock, das heißt, wenn hinten die Rampe aufgeht, dann wird sich gleich alles dekompressiert. Das heißt, die ganze Luft entweicht nicht. Das bedeutet, das ist schon ganz cool, dass nur die Luft hier hinten rausgeht. Hier bleibt die Dekompression drinne. Die Luft wird nicht entwichen und ihr könnt hier weiter atmen. Hier haben wir nochmal eine Luftschleuse oder zumindest eine Tür, wo auch eine Dekompression nicht stattfinden kann. Und hier haben wir auch eine Tür, auch keine Dekompression und hier natürlich auch. Das heißt, wir haben hier mehrere Shots drinne, die das Dekompressieren des ganzen Schiffes verhindert, was natürlich super pragmatisch ist. Das heißt, wenn ihr hier drinne jetzt schlafen solltet und hier hinten geht die Luke auf, dann werdet ihr nicht drinnen ersticken. Ihr habt ja auch noch mal einzelne Türen. Deswegen seid ihr relativ sicher, wenn hier irgendwie einer was hantiert. Hier ist das übrigens auch so. Hier ist eine Luke, da ist eine Luke, da ist auch eine Luke. Das heißt, hier sind auch mehrere Luken, dass ihr sicher seid, dass die Luft nicht entweichen kann, wenn hier einer mal was aufmacht. Die Türme, die wir hier sehen, die sind relativ schrottig. Die sind nicht so cool. Das sind jetzt keine Bolt-Turrets, wie ihr das kennt von der Hammett oder von der Carrack, die ein Stück rausfahren und sich dann auch komplett nach vorne bewegen können. Nein, ihr habt hier vielleicht einen Radius höchstens von 60 bis 90%, mehr auf gar keinen Fall. Ihr werdet die Türme nicht nach vorne schwenken können, auch nicht nach hinten oder nach oben, nach unten. Ihr habt nur einen kleinen Radius, wo ihr die Türme benutzen könnt. Also die Türme kann man benutzen, sind aber nicht sehr gut und die kann man eigentlich auch vergessen. Dafür hat es aber eine sehr gute Feuerkraft, dazu kommen wir aber gleich mehr, die der Pilot auch direkt selber benutzen kann. Deswegen, wenn ihr ein Raumschiff sucht, was ihr vielleicht auch alleine gut benutzen könnt oder auch im Multicrew-Bereich, dann ist die Corsair auf jeden Fall auch ein schöner Platzhalter, weil ihr vermutlich, weil sie ist ja noch nicht draußen, man kann ja immer noch mal alles ändern im Nachhinein, dass der Pilot wirklich das ganze Waffenarsenal, was hier dran ist, auch benutzen kann, außer eben die Türme hier an den Seiten. Oder der hintere Turm geht natürlich auch nicht, aber sonst geht er schon ganz gut. Was ich sehr, sehr cool finde bei der Corsair ist genau dieses Bild, dass der Co-Pilot, der hinter den Rücken sein könnte, wie bei der Caterpillar zum Beispiel, der wird hier runtergefahren und hat auch einen schönen Ausblick nach vorne oder nach unten, kann zum Beispiel einweisen, wenn man durch einen Canyon durchfliegt oder wenn man eine Höhle gefunden hat, dann kann er das sehr gut sehen, sag ich mal, der Co-Pilot, weil er einfach nach unten runter gucken kann. Und der wird hier runtergefahren, das klappt ja alles hoch. Und wenn das hochgeklappt ist, fährt der Co-Pilot runter und hat dann eine Sicht nach vorne oder nach unten raus, was natürlich sehr pragmatisch ist und kann zum Beispiel bestimmte Sachen, die er sieht auf dem Boden, kann er dann zum Beispiel hochgeben. Hey, hier ist gerade, hier habe ich was gesehen auf dem Boden, XYZ zum Beispiel, ein Wrack, was abgestürzt ist. Dann kann er das zu dem Piloten weitergeben und da hat man wirklich eine gute Übersicht und man kann sich hier sehr gut verständigen, um bestimmte Sachen zu finden.
um sich abzusprechen. Hier kommen wir nochmal zu den einzelnen Daten, die interessant sind. Zum Beispiel, was natürlich interessant ist, der Sprungantrieb ist jetzt einmal Mittel. Müssen wir mal gucken, ob es wirklich so kommt. Quantumantrieb ist jetzt auch einmal Mittel. Warten wir mal, wenn es soweit ist. Was natürlich interessant ist, Panzerung, wie gesagt, ist auch einmal Mittel. Das heißt, wir haben hier eine Medium-Panzerung, was auch voll okay ist. Das langt erstmal. Medium-Panzerung finde ich völlig gut. Und denkt daran, es ist zwar ein Drake-Schiff, aber das bedeutet auch nicht gleich, dass sie auseinanderfällt. Deswegen mit einer mittleren Panzerung ist man schon ganz gut dabei. Lebenserhaltungssystem ist auch einmal dabei. Was interessant ist, das vergessen viele, das Lebenserhaltungssystem kannst du auch nicht ausbauen. Wenn das verbaut ist, ist es drin. Deswegen gibt es zum Beispiel auch eine Starliner, wo man 40 Leute auf einmal mitnehmen kann. Oder es gibt ja nachher Raumschiffe, wie zum Beispiel die Corsair oder die Constellation. Da kannst du vielleicht 5 oder 10 Leute max mitnehmen. Wenn du mehr Leute mitnimmst, dann wird das Lebenserhaltungssystem nicht mehr Luft nach, sag ich mal, nach erzeugen können und dann ersticken langsam die Leute am Mangel und dann, ja, dann sind sie Fritte, so gesehen. Genau, Länge 55 Meter, Breite, wie gesagt, wenn das so sein sollte, 56, Höhe 31 Meter, gucken wir mal, wie es so ist. Das kommt natürlich auch durch die Tragflächen. Durch die Tragflächen, die wir haben, haben wir die Breite. Schauen wir mal, wie das System nachher wirklich ist, wie die Breite wirklich ist. Im Flugmodus, zumindest wenn die Tragflächen ausgeklappt sind, haben wir 56 Meter, wenn die Tragflächen zusammen im Landemodus sind, haben wir 27 Meter und eine Höhe von 31 Meter im Landemodus. Schauen wir mal, wie es nachher aussieht, wenn wir das Schiff wirklich nachher in-game haben. So, Geschütztürme, was noch interessant ist, wie gesagt, wir haben die zwei Türme an den Seiten. Sonst noch, das ist schon krass, zweimal Size 4 gegimpelt. Zweimal Size 4, also angimpelt und gegimpelt ist das immer noch Size 3. Also die Feuerkraft ist schon geil. Das heißt, ihr habt wirklich zweimal Size 4 mit starren Waffen und zweimal Size 3 mit gegimpelten Waffen, also wir den Aim Assist einsetzen können. Und jetzt kommt der Hammer. Viermal Size 5 starre Waffen und viermal Size 4 gegimpelte Waffen. Das heißt, ihr habt hier die Feuerkraft gegimpelt. Das heißt, wenn ihr den Aim Assist mitnutzen möchtet, die Feuerkraft einer... Also ihr habt mehr Feuerkraft wie ja zum Beispiel eine Saber. Also die Saber hat weniger Feuerkraft, weil die Saber hat so gesehen 4x Size 3. Ist vergleichbar mit einem Turm von der Hammett. Mit einem Turm von der Hammett habt ihr die Power, die der Pilot hier nutzen kann. Das ist wirklich, wirklich viel Feuerkraft. Und dazu kommt, wie gesagt, noch an den Flügeln, an den Tragflächen links, dass ihr auch hier nochmal 2x Size 3 gegimpelt habt. 4x Size 4 gegimpelt, das heißt, ihr habt wirklich eine sehr hohe Feuerkraft, was der Pilot auch direkt benutzen kann. Wie gesagt, wenn ihr nur starre Waffen aufsetzen wollt, habt ihr wirklich auch eine sehr, sehr hervorragende Feuerkraft. Da habt ihr 2x Size 4 und 4x Size 5. Da kann die Constellation nicht mehr mithalten bei der Feuerkraft. Die Constellation hat zwar noch massig Raketen, das ist richtig. Wenn die Daten so bleiben sollte, wie es da steht, dann hat sie wirklich eine sehr, sehr gute Feuerkraft. Dann hat sie wirklich eine sehr hohe Feuerkraft. Da kommt keine Constellation, keine Mercury, momentan nichts hinterher. Die Constellation hat die Vorteile, dass sie noch die Size 2 Raketen hat, die Aquila. Ist natürlich auch ganz cool, da kannst du ein paar Raketen spammen. Aber von der Grundfeuerkraft her, wenn das so bleibt, ist die Corsair auf jeden Fall der Constellation. Warte mal, übertrifft sie. Auf jeden Fall. Raketen hat sie tatsächlich auch noch dabei, nämlich an den Seiten hat sie nämlich auch nochmal 4x Size 4 Raketen, was auch auf jeden Fall eine gute Feuerkraft ist. Das kannst du natürlich auch ändern, das heißt, das sind nur die Hardpoints, du könntest auch 3x Size 8 anbauen und so weiter. Du kannst dann auch, wenn du 3x Size 8 hast, dann hast du 16 Size 2 Raketen dran. Das heißt, das kommt ja darauf an, was du nachher für eine Rack-Anhängung hast, was du für Raketengrößen anbauen kannst. Aber 4x Size 4 ist das maximalste Größe, was du anbauen kannst. Oder eben, wie gesagt, 8x Size 3 kriegst du auch ran zum Beispiel und immer so weiter. Sodele, fällt mir sonst noch gerade was ein zu dieser Corsair? Wie gesagt, ein sehr schönes Raumschiff, gerade wenn man auf Drake steht oder auch wenn man nicht auf Drake steht, ist das vielleicht trotzdem ein sehr cooles Schiff, was man auch sehr entspannt alleine benutzen kann. Also Powerplant, also Kraftwerk haben wir zweimal noch Mittel drin, ist auch voll okay, das heißt, da kriegen wir auch auf jeden Fall genug Power raus. Panzerung einmal Mittel, Lebenskraftstoff. Quantum, ich wollte mal ganz kurz gucken, was hier noch so drinne verbaut ist. Frachtkapazität 72 SCU hatten wir schon. Genau, Stationen sind da 4 drinne. Genau, ich glaube, sonst sind wir soweit durch. Schauen wir nochmal hier rein, ob wir hier noch was finden, was vielleicht interessant ist. Also Kühler sind 2x Size M drinne.
Mittel ist voll okay. Also das ist sogar relativ gut, finde ich sogar tatsächlich für das Schiff. Da haben wir Powerplant auch zweimal Size M drin, ist auch voll okay für die Größe. Und Schildgenerator haben wir auch zweimal Size M drin. Was das bedeutet, wir haben Komponenten drin, die wir ausbauen können. Das heißt, wir können Komponenten auch paaren, die auch einzelne Synergien ergeben. Zum Beispiel können wir hier einen Schildgenerator einbauen. Einmal zum Beispiel einen Schildgenerator, der sich schnell abbaut, dafür auch wieder schnell aufbaut, wenn er runtergeschossen worden ist. Und der andere Schildgenerator baut sich langsam ab, wenn du den runterschießt, baut sich auch langsam wieder auf. Und dadurch entstehen bestimmte Synergieneffekte. Und das kannst du nur erreichen, wenn du davon immer zwei Komponenten einbauen kannst. Deswegen ist das Komponentensetting relativ gut bei der Corsair. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach richtig, 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 richtig gut. Was ist noch zu sagen zu der Corsair? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Ein sehr schönes Schiff. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr noch rauskommt als Überraschungsschiff. Ich glaube aber nicht. Was vielleicht noch interessant ist, generell hat CIG die ganzen Informationen. Das heißt, sie haben das Interieur von der Drake-Manier. Sie haben das Exterieur von Drake. Sie wissen genau, wie die Drake-Raumschiffe auszusehen haben. Das heißt, sie haben die ganzen Portfolios fertig für das Interieur, für das Exterieur. Sie könnten eigentlich relativ schnell die Corsair ins Game reinbringen, wenn sie es möchten. Denkt daran, die Cutlass ist schon draußen, die Caterpillar ist draußen, die Herald ist draußen, die Buccaneer ist draußen, die Dragonfly ist draußen. Das heißt, es gibt schon ganz viele Drake-Schiffe. Dadurch haben sie ein sehr großes Portfolio mit den Interieur, mit den Exterieur und könnten die Corsair relativ schnell ins Game reinbringen, wenn sie möchten. Aber schauen wir mal, wann sie wirklich kommen. Ich glaube nicht mehr, dass sie dieses Jahr kommen, aber ich glaube, sie ist ein ganz, ganz guter Anwärter für das nächste Jahr 2022. Vielleicht erstes oder zweite Quartal kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass sie zu uns kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start in das Wochenende. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt gut ins Wochenende rein. Ihr könnt uns auf jeden Fall auch mal besuchen in der Live-Sendung. Ich verlinke das auch alles unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, guckt gerne vorbei. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, 5-mal in der Woche für euch online. Montags bin ich am Start. Ich bin mittwochs am Start. Freitag, Samstag, Sonntag, immer ab 17 Uhr könnt ihr mich antreffen auf Twitch. TV Fexi, wenn ihr Bock habt, guckt gerne mal vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da, würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne ein Follow auf YouTube da lassen, würde ich mich auch auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann, euer Fexi. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye. Bye, I got those, okay, I got those, con el anda.